Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich gerne mit Flunschlick Doppelflug spielen. Das war meine Schulter, wenn ihr das Knacken gehört habt. Die Backline profitiert von dem Upgrade für Eroas. Das heißt, das ist ein bisschen stärker, man hat die Attacke schneller. Ich habe gerade im Moment ein 5:0 geholt und davor auch ein gutes Set. Wenn du Feuerzahn hast, bist du doof. Feenbrise, okay. Müssen wir gucken. Ja, Feuer tut mir insgesamt ein bisschen weh. Ist es aber auch nicht so, als würde ich mich unbedingt davor fürchten. Nur, du bist so ein Corebreaker, stelle ich gerade fest. Mein gesamtes Team hat in der Theorie einfach keinen Bock auf dich. Und ich will jetzt mal versuchen, wie das Set vom Ton her ist, wenn ich dabei durchgehend rumlaufe. Von daher, haut mir da mal euer Feedback rein. Würde mich sehr interessieren, denn ich habe keine Lust, immer still zu sitzen dabei. Und kann ich noch ein paar Schritte am Tag sammeln, weshalb das erstens voll gut ist und zweitens in Bewegung bleiben ist sowieso ganz nett. Du wirst mich einfach runterfahren können und du hast bis jetzt zwei Pokémon drin, die mich hops nehmen können, was natürlich nicht cool ist. Wartet mal, guck mal hier. Durch die Änderung schafft man jetzt dreimal diese Attacke. Vorher hat man das nur zweimal geschafft. Ja, finde ich nice. Finde ich gerade richtig gut. Das heißt eins. Und dann müssen wir gucken, ob sich das hier lohnt, dich runterzufarmen. Bin mir nicht sicher, müssen wir herausfinden. Du wirst nämlich noch eine Attacke gleich haben. Eins, zwei. Egal, Doppelschild rein, runterfarmen. Ich hätte dir einfach vorhin Erdbeben drücken sollen. Das wäre geiler gewesen. Der Köder war nicht das cleverste. Hab mich dennoch dafür entschieden. Egal, jetzt ziehen wir das hier auch durch. Nehmen dich komplett hops. Und dann gucken wir mal. Kommt dein Dings wieder rein? Ich möchte ungern auf dem Erdbeben. Oh, der Wechsel. Der wäre schon geil gewesen. Du hast nämlich Eisstrahl vielleicht, ne? Von daher kann ich dich hier eigentlich nicht so sehr leiden. Jetzt kommst du hiermit wieder rein. Was natürlich doof ist, aber wir müssen mal schauen. Das hier bekomme ich leider nicht mehr hin. Anfangs das Erdbeben und es wäre alles schmackhafter gewesen. Du hast ein Team, das komplett gut ist gegen mich. Das ist ein Hardcore-Team jetzt gerade, ne? Jedes deiner Pokémon kann mich so ein bisschen nerven. Sehr interessant. Runterfarmen haut hier leider nicht hin. Du kannst hier mich aber runterfarmen und mir dann einfach einen Steigerungshieb bei meinem Flunschlick drücken. Und dann müsste sich das auch erledigt haben. Von daher, hey, wir lassen das, wir sparen die Zeit. GG, schönes Team, gefällt mir. Hat auf jeden Fall was, dreifach Fee, ne? Ja, oder? Warte mal, doch, du hattest Volnona, du hattest Asu und du hast das Ding. Dreifach Fee, sehr, sehr interessant. Sieht man nicht allzu häufig, aber auch mal cool dagegen zu verlieren. Es sind so schöne Motto-Teams, ne? Da habe ich jetzt auch kein Problem mit, da einfach mal gegen zu verlieren. Wir müssen jetzt weiter gucken. Was hast du? Roserade. Nicht unbedingt geil, obwohl doch, das geht. Das finde ich jetzt nicht unbedingt tragisch, denn du brauchst mega lange, bis du eine Attacke hast. Und ich könnte jetzt einfach rausgehen. Du hast aber die Möglichkeit, eine Gift- oder eine Feenattacke sogar zu spielen. Das heißt, du kannst auf dem Blatt Papier beide meiner Pokémon extrem viel Schaden zufügen. Oh, das ist gut für mich, meine Freunde. Das ist tatsächlich gar nicht so tragisch, denn du, Bruder, hältst nichts aus. Den Wechsel, den kann ich mir holen. Zu 100%. Und das ist geil. Bam. Jetzt musst du einsetzen. Stromstoß kann ich jetzt schilden. Könnte auch ein Donnerschlag sein. Aber Stromstoß wäre echt mies durchzulassen. Egal, ich farm dich trotzdem. Das heißt, Wechsel ist auf meiner Seite. Wenn Roserade wieder reinkommt, finde ich das nicht so tragisch. Dich finde ich doof. Du bist jetzt bei zwei Attacken, ne? Ach, wir müssen einfach mal schauen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Auf lange Sicht ist das nicht das geilste Matchup für mich. Du müsstest jetzt bei 5, bei 6 Attacken sein. Eine weitere und du hast eine Ladeattacke. Dein Flammenwurf tut mir bei Flunschlick auch schon weh. Jetzt hast du 7. 7, du setzt direkt ein. Das gefällt mir hingegen. Das gefällt mir.
Steinkante, ne? Steinkante, ne? Ich bin so lost, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, damit du nicht abfangen kannst. Lässt du das durch? Nein, ne? Rosa Rade, mein Freund. Rosa Rade ist noch am Start. Das heißt 1, 2, 3, 4. Okay. Falls du snipen willst, gehe ich jetzt raus. Falls du snipen willst, gehe ich jetzt raus. Ich muss raus. Lass mich raus. Habe ich mit gerechnet, mein Freund. Habe ich tatsächlich mit gerechnet. Okay, das gefällt mir. Ich bin kurz vor dem Erdbeben. Das zu schildern war relevant, ne? Dich zimmern wir jetzt weg. Du bist bei null Energie. So, 1, 2, 3, 4 hast du jetzt. Du frisst gleich noch eine Attacke. Es sei denn, du lässt durch. Du musst einsetzen, ne? Du musst einsetzen, sonst frisst du hier noch einen Move. Bam, den frisst du so oder so. Jetzt habe ich nicht mehr die Möglichkeit, Erdbeben zu erreichen. Das heißt, ich muss gleich auf Steinhagel gehen. Dieser wird von beiden deiner Typen resistiert. Dennoch macht das dann genug Schaden. Weil du hast nicht mehr viel. Ne? Den Gleichstand sollte ich gewinnen. Das heißt, bam, Steinhagel und dann war es das an der Stelle. Und das ist cool. Das ist gerade halt mega cool. Wir können schon mal einen für uns entscheiden. Ein verloren, ein gewonnen. Jo, why not? Warum eigentlich nicht? Gucken, wie das hier mit dem dritten Kampf aussieht. Vielleicht kann man den ja auch noch gewinnen. Dann würde es nämlich 1 zu 2 stehen, beziehungsweise 2 zu 1 für uns, je nachdem wie man es nimmt. Aber wir haben dann einen verloren und maybe dann schon zwei gewonnen. Wir gucken einfach mal. Was hat der Kollege am Start? Registil, Führung mag ich. Backline hat keinen Bock gegen dich, von daher mal gucken. Die Möglichkeit besteht, dass du Abfang-Action betreiben möchtest. Deshalb setze ich nicht straight up ein. Da habe ich tatsächlich kein Interesse. Du setzt aber direkt ein. Bitte nicht Blitzkanone. Blitzkanone schilden wäre räudig. Was tust du? Okay, wichtig. Okay. Wann gehst du raus? 1, 2, 3. Du bleibst noch drin. Das ist an sich erstmal in Ordnung. Wir müssen nur gucken, ob ich die Attacke landen darf oder ob du was anderes im Schilde führst. Perfekt. So, 1, 2, 3, 4 und raus. Müsste Fokusstoß sein. Das sollte der Fokusstoß sein, richtig? Komm schon, perfekt. Schön abgefangen. Relevant, Elefant. Das heißt, du bist erstmal weg vom Fenster. Und eine Attacke schaffst du eh nicht mehr. Also kann ich dich jetzt besiegen. Es sei denn, du schildest aus irgendeinem Grund. Dann würde ich dir aber kein Schild mehr geben. Du gehst drauf. So, Rokora kommt rein. Okay, finde ich gar nicht so tragisch. Denn dort haben wir auch eine Pflanzenattacke, die sehr, sehr effektiv ist und die Schaden verursacht. Weshalb das eigentlich voll in Ordnung ist. Bam, Biskin Damage können wir verursachen. Ich kriege sogar noch einen Move raus. Mein Griffeldes will nicht gegen dich kämpfen, weil du alles resistierst. Der Gesteinstyp meine Flugattacken und der Feentyp meine Unlichtattacken. Das heißt, ich muss dich gleich mit Erdbeben bekämpfen. Oder ich gehe einfach auf Steinhagel. Vielleicht reicht der Move maybe auch schon aus. Oh mein Gott, schön gemacht. Schön. Habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet, dann hätte ich auch Erdbeben nutzen können. Köderbruder. Ah, herrlich. Das war nice. Das gefällt mir dann tatsächlich doch sehr, sehr gut. Du wirst höchstwahrscheinlich auf Erdbeben gehen. Ice Heap meine ich. Erdbeben, Jesus. Auf Erdbeben. Oh mein Gott, ich bin so lost. Ice Heap. Haha, da ist er. Okay, kann man erstmal durchlassen. Das Gute ist, dass ich hier ebenfalls mit sehr effektiven Attacken gegen dich kämpfen darf. Ist zwar nur diese Ladeattacke hier, da die Sofortattacke nur neutral ist, aber wir befinden uns dennoch in einer Situation, wo wir davon profitieren, dass wir den Move schneller haben. Das wiederum bedeutet, wir kommen höchstwahrscheinlich zügiger zu den Moves, was natürlich mega nice ist. Bam, du lässt mich auch dazu kommen. Das finde ich natürlich noch besser. Das gefällt mir. Runterfarmen kannst du nicht. Keine Chance, ich spam dich zu. Da ist der Move. So, Kumpelchen. Willst du auf Doppel-Eishieb? Die Wechseluhr
Die ist ready, das heißt, ich schilde und gehe raus, weil du abfangen willst. Richtig? Haha. Haha. Tada. Ich bin noch voll dabei, mein Freund. Ich bin noch voll dabei. So, Kumpel. Ja, Steinhagel lohnt sich, ne? So, 1, 2, 3. Mehr als 3. 11, 12 und 12. Du kannst gerne noch ein Icy Birdie haben, interessiert mich gar nicht. Denn ich habe drüben auch noch eine Ladeattacke. Also, Mondgewalt, ja, von mir aus 1. 2, du kriegst einen Steinhagel, dein Bruder kriegt einen Steinhagel. Und dann war's das. Die Attacke, die du vorhin geschildert hast, die nicht effektiv gewesen wäre, wird dich dann jetzt niederstrecken. Sehen wir das richtig? Oh, gib doch nicht vorher auf. Brudi, lass mich dich doch damit angreifen. Komm schon. Schade. Aber hey, wir waren gut dabei. Ne? Wir haben gesehen, Wechsel ist ready, er will raus. Nee. Nicht mit mir. Hast du gut mitgedacht, aber ich war auch am Start. Wir gehen weiter. Ja, war ein geiler Kampf. War ein mega, mega cooler Kampf. Es steht 2:1. Kampf Nummer 4 folgt. Das ist schon mal die Chance, positiv zu gehen. Ob wir das nutzen können, ich weiß es nicht. Ich würde mich drüber freuen. Das Team gefällt mir, das macht Spaß. Und es ist ziemlich stark. Okay, Führung ist in Ordnung. Du tust mir halt mit Mitrologe weh, ne? Ich muss gucken, dass ich meine Attacken so time, dass du am besten nicht rauskommst. Das wäre tatsächlich nervig. Du darfst halt nicht abfangen. Oh mein Gott, als wie? Wie kann er das riechen, dass ich bei Erdbeben einsetze? Das ist natürlich crazy, damit rechne ich nicht. Aber ist in Ordnung. Der Chip-Damage, den wir verursacht haben, der freut mich tatsächlich, denn jetzt können wir hier mit rein und dann reicht auch gleich schon eine Attacke aus, um dich zu besiegen. Ich werde jetzt ein Ice Heat nehmen und fressen. Hätte ich besser schippen müssen. Wow. Psychokinese finde ich tatsächlich gar nicht so tragisch. Jetzt kann ich hier mal entspannt einsetzen. Ich hoffe sehr, dass dich der eine Move besiegt. Wenn du schildest, kann ich das gleich auch tun. Der reicht nicht, aber die Attacke hier reicht. Steigerungshieb. Sonst hättest du gerade schon Eishieb genutzt, richtig? Ja, perfekt. Schön gelesen, diesen Gegner. Sehr gut. Pilipper kommt rein. Und deine Sofortattacken sind sehr effektiv. Die Ladeattacke nicht. Du müsstest also schon auf Orkan gehen. Und bis du da bist, willst du nicht so viel Energie nutzen. Jetzt gleich wirst du wahrscheinlich einmal Metrologe einsetzen, damit du nicht noch Move frisst. Haha. Gegner studieren können wir. Dann kommen wir jetzt gleich mit Griffeldes rein. Weil alles andere wäre Zeitverschwendung, da du halt dort effektiv bist. Jetzt gehen wir raus. Ja, wie spiele ich das am besten? Erdbeben wäre schon geil hier zu landen, ne? Darf ich ködern? Wäre das zu frech? Boah, hey, ich wünschte, ich könnte jedes Mal die Gegner lesen. Das wäre schon spannend, ne? Ich köder mit der ersten Attacke und ich hoffe, dass sich das jetzt hier nicht als Fehler herausstellt. Weil so ein Erdbeben wäre schon schmackhaft gewesen. Wichtig und richtig. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Bam. Ah. Oh mein Gott, kann ich das durchlassen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich geht das nicht. Ich hätte nochmal ködern sollen. Ah, nochmal ködern wäre schon gut. Nochmal ködern wäre schon gut. Oder? Wie seht ihr das? Ich glaube ja. Ah, ärgerlich. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Dann gehe ich auf Steinhagel, denn ich will den Damage haben. Dann gehe ich halt auf Steinhagel, denn ich will den Damage. Jetzt weiß der Gegner, okay, er wird noch mehr farmen. Werde ich durchaus tun. Du setzt ein. Darf ich blind jetzt gleich auf Move gehen? Habe ich einen ready? Ich glaube, ich habe eine Attacke ready. Da kommt ein Surfer. Ich setze ein. Du wirst abfangen. Ich habe nichts ready. Oh, eklig. Okay. Ich habe gedrückt. Bitte sag mir jetzt nicht, dass das hing, Alter. Nervig. Ich wollte gerne meine Ladeattacke nutzen. Dann setze ich jetzt ein und du snipest mich dies, das, anderes. Du snipest mich doch nicht. Aber ein Metrologen, hey, ich weiß nicht, ob ich den gleich überlebe. Das hier reicht nicht, ne? Der Schaden reicht leider nicht. So, das ist jetzt das Gute. Ach, ich hätte auf Schmorzer gehen müssen. Ich habe gedacht, hier, Aeroas hat man früher, aber Schmorzer wäre besser gewesen. Den Kampf kann ich leider nicht mehr gewinnen, weil ich mich verspielt habe. Schade, GG, mein Freund, ich gehe raus.
Schmarotzer hätte dich besiegt. Ich weiß nur nicht, ob ich dich drüben gefarmt hätte oder was wahrscheinlicher passiert wäre, du hättest mich einfach mit einem Surfer besiegt. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Ich hätte vielleicht nochmal ködern sollen. Das Erdbeben da zu landen wäre schon geil gewesen. Bei dem ersten Köder war gut. Ich hätte mich vielleicht nochmal trauen sollen, aber das Problem ist halt, das kann genauso gut in die Hose gehen. Keine geile Führung. Wir gehen mal hier raus und müssen schauen, was passiert. Dein Eissieb ist natürlich nervig und er wird gefürchtet. Kommt jetzt gleich irgendein Stahl-Pokémon rein, das mich auskontern möchte? Ein Flunschlick oder ein Registier? Irgendwas in diese Richtung? Nein, eine noch schlimmere Antwort kommt rein. Interessant, okay. Das heißt, dass mein Tropius gegen dich ein gutes Matchup hat, aber auch gegen Meditalis und ich weiß nicht, wie ich das dann am besten machen möchte. Absolut keine Ahnung, wie gut sich das alles hier noch ausspielen lässt. Meine Sofortattacken werden von Tropius, die werden resistiert, ne? Tropius-Attacken werden resistiert. Surfer, da war jemand etwas zu geizig und ich komme hier nochmal zu einem Move, was natürlich mega, mega gut ist. Ein Schild zu bekommen wäre geil, glaube ich aber nicht, weil du das noch überleben kannst. Das heißt, du lässt dich hier drauf gehen. Ich komme trotzdem hier mit rein und farm dich, weil das ist wahrscheinlich ein blinder Surfer. Und der wird hier resistiert, ebenfalls wie Donnerblitz. Naja, Donnerblitz ist neutral, ne? Ich dödel, wird nicht resistiert. So, schön gefarmt. Und die Attacke abgefangen, ohne schilden zu müssen. Jetzt zeigst du mir dein anderes Pokémon. Das heißt, jetzt kommt dein Meditalis wieder rein. Und du hast zwar ein Team, welches diese Season schlechter geworden ist, dennoch eins, das sehr gut gegen mich ist. Dein Noctu ist ein bisschen schlechter geworden, da der Himmelsfegel, glaube ich, weniger Schaden macht. Landton ist ein bisschen schlechter, da Funkensprung weniger Energie generiert oder auch weniger Schaden macht. Ich glaube, es macht mehr Schaden und gewinnt weniger Energie. Ich glaube, dass das so war. Das heißt, dein Team war mal besser, ist aber immer noch gut. Ein Erdbeben hätte ich gerne gelandet. Ich habe aber die Möglichkeit, habe ich nicht. Es sei denn, dass es einen Steigerungshieb, den überlebe ich noch. Ich darf hier aber nicht chillen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Hui, das war crazy knapp, meine Freunde. Das war mega, mega knapp. Noch ein Schild? Nein. Das heißt, 1, 2, 3, 4 einsetzen, denn ich will nicht, dass du einen Eissieb erreichst, weil der ist effektiv gegen beide Typen von mir und das ist nicht unbedingt das Beste, was mir passieren kann. Das jetzt hier aber auch nicht. Das ist auch nicht geil, weil eine Attacke wird mich höchstwahrscheinlich von dir besiegen und das ist nicht cool. Ich kann zwei schilden und dann müssen wir gucken, wie sich das noch ausspielen lässt. Wahrscheinlich gar nicht mal so gut, oder? Ah, das ist crazy. Das wird nicht knapp. Also das wird knapp und nicht gut, richtig? Ich denke ja. Uff, das macht absolut keinen Schaden. Ich brauche halt noch zwei davon. Dein Attackentiming spielt mir so ein bisschen in die Karten. Ich hoffe doch, dass ich das richtig in Erinnerung habe, dass Himmelsfeger nun mehr Energie benötigt. Oder macht das weniger Schaden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn es mehr Energie braucht, komme ich hier zu noch einem Move. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein! Oh, okay. Obwohl, vielleicht hätte mich auch gleich der nächste Flügelschlag besiegt. GG, mein Freund. Das erste negative Set mit diesem Team. Es macht trotzdem Spaß. Wir hatten viele Konter, sehr, sehr viele Konter, gegen die wir uns durchprügeln mussten, was nicht immer funktioniert hat. Dennoch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Gerne Feedback rein. Ein Abo würde mich ebenfalls freuen. Und lass gerne ein Like da, weil, keine Ahnung, why not? Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.